In diesem Video zeige ich euch, was ein ETF eigentlich ist, wie ihr ihn handeln könnt und welche Vor- und Nachteile ETFs eigentlich haben. Hallo, mein Name ist Alexander Kölz von Erfolgreich Börse und heute gehen wir ein bisschen auf das Thema ETFs ein. ETFs sind seit vielen Jahren in aller Munde und sind für viele Anleger das ideale Einsteigerprodukt. Doch was heißt eigentlich ETF und was verbirgt sich überhaupt dahinter? Schauen wir es uns an. Ich habe das hier mal ein bisschen zusammengefasst. Also ETF heißt Exchange Traded Fund. Ja, das sagt wahrscheinlich dem vielen von euch auch nichts. Wie übersetzt man das am besten? Ja, das ist im Prinzip ein börsengehandelter Indexfonds. Also ein Fonds, der an der Börse geh- und verkauft werden kann. Viele Fonds, wer sich ein bisschen damit auskennt, weiß, dass sich Fonds eigentlich nur über die sogenannte Fondsgesellschaft im Direktvertrieb sozusagen kaufen kann. Das heißt, ich melde mich, ich möchte gerne Fonds kaufen, über die Sparkasse zum Beispiel, und dann kann ich meinen DK-Fonds über die Sparkasse kaufen. Bei ETFs ist das anders, denn diese werden an der Börse gehandelt. Das heißt, ich kann ganz normal in Frankfurt, in Stuttgart, wo auch immer, sagen, ich möchte genau diesen ETF kaufen und später auch wieder verkaufen. Also die Handelbarkeit ist viel, viel einfacher als bei klassischen, beispielsweise Investmentfonds. Nun, welche Konstruktion steckt denn hinter einem ETF? Und genau das ist die eigentlich spannende Frage. Denn in so einem ETF, in einem Indexfonds beispielsweise, dieser Indexfonds bildet genau die Wertentwicklung des zugrunde liegenden Indexes ab. Wenn ihr also beispielsweise überzeugt seid vom DAX, also vom deutschen Aktienindex, dann könnt ihr genau mit so einem ETF an der DAX-Entwicklung profitieren. Ihr erinnert euch, der DAX macht im Schnitt langfristig gesehen im Jahr ungefähr 9% Rendite, etwas weniger vielleicht, inklusive Dividenden. Wenn ihr also eine ähnliche Rendite anstrebt, genau dann ist so ein DAX-ETF die richtige Wahl. Wenn ihr beispielsweise von Amerika überzeugt seid, dann nehmt ihr einen Dow Jones ETF. Oder wenn ihr weltweit investieren wollt, dann nehmt ihr einen MSCI World ETF. Ja, dabei fällt mir ein, vielleicht sollte ich nochmal ein Video zu Indizes machen. Am besten abonniert ihr den Kanal, dann werdet ihr sofort informiert, wenn ich das Video hochgeladen habe. Also ihr könnt mit einem ETF von der Entwicklung eines Indexes profitieren. Ja, ihr partizipiert also an der Entwicklung des zugrunde liegenden Index. Nun, was sind jetzt die Vorteile? Ein wichtiger Vorteil ist, es ist relativ einfach. Ihr könnt einen ETF ganz einfach an der Börse kaufen. Ja, also genauso in eurem Depot, wie ihr eine Aktie kauft, könnt ihr einen solchen ETF kaufen. Ihr habt damit automatisch eine gewisse Streuung. Wenn ihr zum Beispiel auf den sogenannten MSCI World einen ETF kauft, dann bildet ihr letztlich viele Branchen ab, viele Länder und partizipiert von der Aktienentwicklung global gesehen. Ein zweiter Vorteil ist, dass man relativ einfach Sparpläne einrichten kann. Das heißt, wenn ihr keine wahnsinnig große Einmalsumme setzen wollt, sondern wenn ihr jeden Monat 100, 200, 300 Euro investieren wollt, ist so ein ETF eine sehr, sehr gute Möglichkeit, um von der Börsenentwicklung zu profitieren. Ein weiterer Punkt, das geht jetzt aber sehr, sehr ins Technische, ist, dass ein sogenannter ETF in der Regel getrennt gehalten wird von dem Vermögen der Investmentgesellschaft. Ihr erinnert euch vielleicht oder der Ältere hat es vielleicht mal gehört von euch, die sogenannte Lehman-Pleite damals in der Finanzkrise 2007, 2008, 2009. Ja, da ist also eine amerikanische Investmentbank, Lehman Brothers, pleite gegangen und damit waren alle Zertifikate, alle Optionsscheine dieser Bank auf einen Schlag wertlos. Das passiert euch mit einem sogenannten ETF nicht, weil das ein Sondervermögen ist, wird also getrennt aufbewahrt vom Vermögen der Investmentgesellschaft. Ein Nachteil, der direkt
an einem Vorteil sozusagen hängt, ist, dass ihr natürlich mit so einem ETF, wenn ihr beispielsweise einen DAX-ETF kauft, dann kauft ihr nicht nur die guten Aktien aus dem DAX, sondern ihr kauft auch die schlechten Aktien gleich mit. Ja? Das heißt, ihr habt keinerlei Aktienauswahl, sondern seid im Prinzip auf die Aktienauswahl des zugrunde liegenden Index angewiesen. Und das kann sich auch als Nachteil erweisen, weil ihr eben nicht nur die guten habt, sondern auch die schlechten Werte. Aber ich merke schon, es gibt so viele Vor- und Nachteile. Auch dazu werde ich nochmal ein extra Video machen. Wenn euch dieses Video schon mal gefallen hat, dann tut mir doch bitte einen Gefallen und lasst ein Like da und abonniert meinen Kanal. Dann informiere ich euch automatisch, wenn ich die Videos zu den Vor- und Nachteilen von den ETFs hochgeladen habe. Das war es jetzt erstmal für dieses Video. Ich bedanke mich und hoffe, wir sehen uns bald wieder beim nächsten Video von Erfolgreich Börse.